Von Aalen bis nach Konstanz in 12 Tagen zu Fuß und ohne Kohle. Radio 7 Morningshow-Moderator Andi Scheiter ist seit Montag auf dem Weg. Nach dem ersten Tag in Bartholomä hatte ich so ein bisschen das Problem, dass die Oberschenkel-Innenseiten, da wo sich die Oberschenkel treffen, ein bisschen gerieben haben. Und das geht mittlerweile. Ich habe jetzt eine Radlerhose unten drin an, die liegt schön an. Da merke ich gar nichts mehr. In seinem Rucksack hat Andi Scheiter zwar ein Zelt dabei, gebraucht hatte er es aber noch nicht. Bislang konnte er sich immer einen Schlafplatz erarbeiten. Als Jugendfußballtrainer, als Kesselreiniger bei den Ulmer Eisenbahnfreunden oder als Koch einer Märklinger Nudel. Ein großes Abenteuer. Du lernst so viele nette Leute kennen an Orten, wo du überhaupt nicht damit rechnest. Wie zum Beispiel da. Grüß Gott. Langsam vorbeigefahren. Ja, ihn habe ich jetzt nicht kennengelernt, aber du lernst unglaublich viele nette Leute eben an Plätzen kennen, die völlig unscheinbar sind. Heute Abend ist Andi Scheiter in Grabenstetten angekommen. 4 Tage ohne Geld liegen hinter ihm und das ohne große Probleme. Auch ein Verdienst der richtigen Ausrüstung. Schuhwerk, Socken, ganz, ganz wichtig. Und das heißt auch immer, und ich habe mich bisher dran gehalten, Gott sei Dank gibt es kein Geruchsfernsehen. Ich habe immer noch das gleiche Paar Socken an. Aber irgendwie gewöhnen sich die Socken an die Schuhe und umgekehrt. Und es gibt im Moment keine Reibereien. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig, aber sorry Andi, auch ein bisschen eklig. An alle Nachahmer bitte mehr als ein paar Socken mitnehmen. Und hier noch ein Tipp. Einfach loslaufen und möglichst sich vornehmen, mal sagen, 2-3 Stunden laufen, dann erst eine Pause, weil je mehr Pausen, desto schlimmer wird's. Also nach jeder Pause muss man sich erstmal wieder in Gang laufen, sage ich, und das dauert eine Zeit lang. Mehr von Andis Abenteuern gibt es gefahrlos bei Radio 7. Schließlich gibt es Gott sei Dank auch noch kein Geruchsradio.